Ich habe keine Ahnung, wo der Weg hier hinführen wird. Interlocking circles with moons and stars. This must be the seal mentioned in that journal. Better take a closer look. Aber wenn ich alle Monde auf eine Platte bringen muss oder sowas, dann aber Post-Mahlzeit. Dafür drehen sie sich nämlich echt langsam. Ha, das war's schon mal nicht. Alle haben bei Wahrnehmung verkackt. Auch ich. Ich meine, das Tagebuch doch nicht, was vorne im Bettkasten drin lag. Boah, nehme ich einmal ein Buch nicht mit, ne? Wir fahren raus, dass der Ruide Halsim hier im Goblin lag, aber angeblich war er nur, war in der Lage, den Parasiten zu entfernen. Wenn er noch lebt, kann er uns vielleicht helfen. Dieses Wandmosaik wird mir aber nicht helfen an der Stelle. Vielleicht, dass alle vollen... Ne, das kann ja nicht sein. Alle vollen Monde an die Seiten. Dafür gibt es nicht genug volle Monde. Das ist aber das einzige Wandmosaik, was hier ist. Weil eine Wand ist etwas, was hochgezogen ist. Und das sind die einzigen beiden Sachen an der Wand. Such, such. Ach, auf dieser Etage. Das ist die einzige Etage.
bringen die ineinandergreifenden Kreise die Vollmonde mit den Sternen überein und die Finsternis bleibt unten, wo sie hingehört. Da würde ich sagen, die Finsternis bleibt unten, also... bleiben unten die leeren Monde. Der Abgrund in Unterreich bleibt versiegelt. Mit den Sternen überein. Die Vollmonde sind weg. Die Vollmonde müssen zu den Sternen. Und ich sehe schon, dass es grafiktechnisch gerade Probleme gibt. Weshalb ich speichern nochmal neu lade. Die Finsternis bleibt unten. Also Vollmode zu den Sternen. Genau andersrum. Wenn die Kacke doch mal funktionieren würde noch, ne? Ich hab's einfach kaputt gemacht. Das Safe davor. Weil bringt ja nichts. Wenn die Scheiben nicht funktionieren, oder beziehungsweise ein Grafikbug drin ist, habe ich keine Ahnung, wo die gerade sind. Celestial pictographs, moon and stars. This is the seal that journal described. I bet we can work out how to open it.
Vollmonde zu den Sternen, Halbmonde in die Sonne. Na, ah, nicht drauflaufen. Jetzt zerkratzt mir den Lack. Verzieht euch. Verdammt, Hacke nochmal. Arbeit, Arbeit. So, jetzt noch die Platte drehen. Ich hoffe, es dreht sich in der Release-Version schneller. Wie man sieht, passiert nichts. Oh, ich finde das voll früh auf. Ihr seht die ganze Zeit, in welche Richtung ich das hier bewege. Und dann sagt er jetzt, dass es genau verkehrt rum ist. Also dunkel muss auf die Seite. Was? Ja, wie im Buch eigentlich. Die Dunkelheit muss unten bleiben. Das wäre das, was ich zuerst gemacht habe. Aber du benutzt doch nicht das Wort Neumond. Da bin ich doch viel zu Banane. Nämlich das wahre Problem, dass ich jetzt hier ganz schön viel rumdrehen muss, bis das wieder so ist, wie ich das haben will. Das heißt nun mal so, ja, ist ja gut.
Ja, da! So wie ich es vorher gemacht habe, war es... Weil das dreht sich auch noch so langsam. Es ist so ätzend. Da! Es gibt hier zwei. Aber ich kann bei sowas nicht auf den Chat achten, weil es irritiert nur noch mehr. Weil genau der muss ja anders liegen. Da gehört nämlich ein Schwarzer rein. Der hier unten liegt ja schon richtig. Aber erstmal muss da noch ein Halbmond rein, damit ich dann einen Schwarzen da reinmachen kann. Genau auf das Feld. Ein Neumond. Und jetzt muss ich den einmal noch durchdrehen und dann ist es richtig. Du, Pascal, hast du eine VR-Brille. So wie ich immer sage, ich habe meine gesamte VR-Brillenkram habe ich verkauft. Um Geld flüssig zu machen. Ja, this goes very far down. We'll have to go in to see the bottom. Hä? Und jetzt? Ist hier die Tür offen. Die Suche nach dem Nachtlied. Das Nachtlied ist eine Art von Tempel. Es muss sich bei Goblis befinden. Ein Magier im Baldur's Tor verspricht sich dem, der ihm das Nachtlied bringen würde, eine stattliche Summe Geld. Die Spur verliert sich im Unterreich. Wo ist das Nachtlied? Habe ich dieses Gefühl, dass diese Truhe eine Falle ist. That might be worth a look.
Read? Moment, stopp! Entschärfen. Something over there ist schon ein bisschen doof. Und es sprengt mich in die Luft. Ich hätte noch VR-Zeugs rumliegen. Kostet nur deine Seele, Herr Dr. Proof. VR-Zeug, ist es denn noch sauber oder leuchtet es einfach nur bunt unter Neonlicht? Nein, ich habe die alte Generation VR-Gedöns verkauft. Für eine neue Generation VR-Gedöns irgendwann. Ach, sehr gut. Ich dachte schon, jetzt verkacken wir es wirklich. Du meinst Schwarzlicht. Ich meine Schwarzlicht, korrekt. Something over there. Versuchen wir nochmal unser Glück. VR-Gedöns mit Facebook-Pflicht-Account. Das ist mir egal. Du kannst einen Fake-Account benutzen dafür. Facebook benutze ich ja eh nicht. Also, beziehungsweise es gibt einen Account, aber da mache ich halt nichts. Erdbeben. Immer ein gutes Zeichen. I should have known they were only a prelude to the thing that I'm on. This is Oculus Quest 2. Ein Haufen versteinerte Draws. Ob ihr alle sterben wollt? Kotzt mich das an manchmal. Wird daran überhaupt noch geforscht? An was geforscht? An VR? Also Oculus forscht. Beziehungsweise entwickelt weiter. Sind doch gefühlt immer die einzigen, die das ordentlich voranbringen. Ohne nur einfach nur mehr Pixel reinzumachen. Ja.
Dieser Ort ist finster, aber das Licht der Dame leuchtet hell, gerade als die Kreaturen um ein Haar durchgebrochen werden, versammelte Priesterin Larik ihre letzte Eingeweide zum Ansturm. Eingeweihten zum Ansturm. Und einen Moment lang erstrahlte die Höhle im Glanz von Selunes Licht. Ich wäre zu gern mit ihnen gekommen, Novize hin oder her, aber die Priesterin bat mich, das Tor bis zu ihrer Rückkehr zu halten. Ich soll außerdem Aufzeichnung machen, aber ich kann mich nicht einmal an das Datum erinnern. Tut mir leid, Priesterin. Ich hatte gehofft, die Priesterin wäre durchgebrochen, aber es ist schon zu viel Zeit verstrichen. Ich kann sie in dieser Dunkelheit nicht suchen gehen und ich kenne die Totenriten noch nicht, aber ich kann das Tor halten. Es tut mir leid, Priesterin. Ich hoffe mal, so sind die Rubine auch durch. Motion Sickness. Ja, die Problematik hat ja auch ein bisschen. Man kann Motion Sickness aber wohl auch ein bisschen abtrainieren. Du arme tote Ratte. Ich hätte mich gern mit dir unterhalten. Chemiefeuer. Nur Knochen. In Release-Fassung lese ich das alles vor. Aber die englische Version jetzt gerade. Nein. So, wo habt ihr denn diesen Stab der Mondmaid jetzt hingepackt? Das macht es gerade nicht besser. Und ich glaube, für dich ist das auch keine Verbesserung. Das sieht eher aus wie ein Ort, der mich schnell töten wird. Airborne spores. Fungal, I suspect. Huh? A bullet. Best brace for a vicious battle. Ob ich gerade. More effort than a pit of spikes. Credit where it's due. Es kommen mehr. Zwischensequenz ausstehend. Hush. Do you hear it? Dein Geist angesichts der seltsamen Stimmen zur Ruhe bringen. No, listen. A Myconid. It's warning us. Ich denk mal, ihr solltet einfach die Sporen nicht zu sehr einatmen. Ein Minotaurus. Der macht uns nur marginal zu, Moose. Hey, ich wollte wie vorhin 80.000 Heimlichkeitswürfe haben. Ah!
Schön, kann man auch nicht mehr anklicken. Komm, ein Quicksaver am Anfang des Kampfes. Du wirst mal die Spiegelbilder aufmachen. Schick. Selbst der hat einen Bauchnabel nach innen. Oh, die Säure hat funktioniert. Wie Fragezeichen. Bauchnabel nach innen ist halt... kein monsterartiges Verhalten. Oh mein Gott, noch ein Minotaurus, den habe ich gar nicht gesehen. Ich finde, Bauchnabel nach außen sieht halt komisch aus. Tut mir leid. Die Menschen können nichts dafür. Also von meiner Perspektive aus ist der im gleißenden Licht. Okay, festgesetzt. Oder auch nicht. Achtunddreißig Schaden. Du bist echt die einzige Frau, auf die man sich hier verlassen kann. Du. Ich glaube, wir haben eine Frau getötet. Warum wollen die immer den Magier in die Fresse hauen? Ah, Gott sei Dank, war nicht der Magier. Steh auf, wir brauchen dich.
Wobei, das läuft sogar besser. Wenn du denn treffen würdest. Kannst du mal von jemand anderen irgendwie einen Trank übernehmen? Der ist doch nett. Spring wieder nicht rum. Und tschüss. Ey, was für ein... Und der ist zurückgelaufen und hat dann noch die andere umgehauen. Geht doch. Amulett der Unwürdigen. Resistenz gegen Hiebschaden, verwundbar durch Wuchtschaden. Tja, aber wir müssen da unten, glaube ich, eh vorbei, wo er rumliegt und gerade wieder seine Nekromantie ausübt. Irgendjemand von euch hat noch Rollen der Wiederbelebung. Oh nein, diese Pilze verwirren einen. Und lass sein Lachen in den Tod laufen. Beziehungssporn. Betroffene Kreaturen können telepathisch miteinander kommunizieren. Mykonidenwächter. Ihr wollt euch wild mit mir unterhalten? Weiß ja nicht. Kann man nicht vorher einfach rasten? Das einzige Schöne hier, was man machen kann, wirklich. Du kannst überall rasten. Ich erinnere mich an Spiele, wo du in Dungeons oder einfach du gehst in eine Höhle rein. Und bist schon am Ende. What the? Darkness, protect me. Ja, und ich gucke dir jetzt nur an. Ah.
Die Dunkelheit beschütze mich. Was soll das heißen? Never you mind. Jetzt sagt mir nicht, was los ist. It's nothing. Even if it was something, I'm clearly not going to tell you, am I? Let's go. Hey ho, let's go. Eines Tages werde ich ihren Willen brechen. Corpses. These creatures did battle with Duergar. Ach, dieser wundervolle Humpen. Was ist das für eine abgefuckte Region? A camp. Looks abandoned. Berlin, Neukölln. Bomben. Juhu, Wegpunkt gefunden. Auch wenn er da unten ist und wir hier oben stehen. Auf der Rückseite des Eimerns steht Eigentum von Wulbren. In einem weniger lesbaren Eintrag fragt der Autor, ob er seinen Freund Barkus jemals wiedersehen wird, nachdem er sich auf den Weg an die Oberfläche gemacht hat. Ja, da können wir rüberspringen. That might be worth a look. Das wusste ich schon vorher, deshalb bin ich da hingesprungen. What creatures live in waters this dark? Brief mit Wasserschäden. Den Empfänger anfleht, am anderen Ufer des Schwarzsees vorsichtig zu sein, da sich dort Durga aufhalten sollen. Aber hier unten sind alle abgeschlachtet. Kein einziger Überlebender.
haben Eisenfuß mit einem Fest überrascht. Keine Ahnung, wie dieser Idiot 150 werden konnte, aber ein Fest ist es sicher wert. Als er den Feuerschnaps sah, den wir gebrannt hatten, brach er in Tränen aus. Das ist die Wahrheit. Ich habe nur einen Becher von dem Zeug getrunken und spüre meine Zunge nicht mehr. Der Armleuchter hat das ganze Fass geleert. Mir ist es schleierhaft, wie er es zur nächsten Schicht geschafft hat. Merna behauptet, ihn im Wagen zu brauchen, um Inventar zu bewachen. Die Höhlenwärterin tat, als höre sie das Schnarchen nicht. Hat der Taugenichts ein Glück, dass ihr Herz so weich ist. Ich sollte schlafen, soeben wurden Übungsschaufeln und Picken für die Jugend bestellt. Wir wissen auch schon, wer gewonnen hat. Wir haben nämlich die wahren Herrscher der Unterwelt gesehen. Die Tiefen Gnome und alle sind hier tot. Da lebt jemand. Can hear you blinking. Noise gets you eaten down here. Reckon I'll hush you before something hungry comes along. His fist grips an axe on his gnarled gray skin. You see the Absolute's brand. Ich zeige ihm das Mal. Burning those into just anyone now, are they? No harm. Every army needs grunts to run in and die first. Even the Absolute. But spoil my hunt and you're dead. Wie ist das Gelände voraus denn so? Könnt ihr was erzählen? Share? You really are in the wrong place, Sunscum. Try this for useful. Falling down a deep, dark hole is the kindest death you'll find in the Underdark. Was macht ihr hier? Told you. Hunting. Slave ran away. Took Sergeant Thryn's boots. Got to kill the slave and fetch back the leather. So the bosses in Moonrise will have Thryn's hide. Vielleicht kann ich helfen. Help? You don't even know what you'd be up against. Slave's got herself some protection. Hiding up there in a Myconid circle. Can't get past those rat flowers. They get in your head, make you see things. Half my squad jumped off a cliff, laughing. I'll wait here. She'll make a run for it eventually. Then I get her. Ich helfe euch. Good. Do well, and there might be a reward for you back at camp. But that comes later. Boots first. Then you'll get what's coming to you. Wer ist diese Kommandantin Thryn, die ihr erwähnt habt? She's leading our expedition. And a nice clutch of slaves across the lake. Absolute will be happy. Aber ihr habt nicht alle hier getötet. Die waren alle schon tot, als er gekommen ist. What are you playing at? Well, you've looked. Now keep away from that raft. Wir müssen wirklich, danke übrigens Aurora für ein Twitch Prime Abo, wir müssen wirklich gucken, dass die KI so ein bisschen mitmacht. Vor allem, wenn du irgendwo hinspringst, dass du nicht jeden einzelnen Charakter durchgehen musst und sagen musst, ja komm, spring dem hinterher.
Das ist halt wirklich im Moment noch sehr lästig. Ist das der Stiefel, den ich suche? Wahrscheinlich nicht. Aber ich weiß, wo die doofe Tuse ist. Die war hier schon am Anfang. Und Namen, Tucker. Und wenn es keinen anderen Platz gibt, wo sie zum Beispiel hinspringen können dann. Da sollte man Springer auch nicht so abhängig machen von der Stärke. Weil dann könnten sie sich wirklich immer gegenseitig folgen. Weg da, weg da, weg da! Dann wieder welche von diesen Kackpilzen. Das wird wahrscheinlich sein Bereich sein, wo wir gegen kämpfen müssen nachher. Half this drow's body is crushed. Must have fallen from pretty high up. Das sind die, die sich lachend in den Tod gestürzt haben. Was bist du denn für ein lustiges Kerlchen? Danach soll er den ganzen Weg hochhüpfen. Dup, 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 dup. Au! Some of these mushrooms are illusions. Das ist schlecht, wenn nicht alle Pilze echt sind. Oh, es tut mir so leid. Wo haben wir denn? Bin mir sicher, habe ihn jetzt rausgezogen aus der Wand, aber er ist nicht in ihrem Inventar. Yeah.
Manchmal, ey, macht mich das wahnsinnig, das Spiel. Aber nur manchmal. Ob ich mich schützen kann mit der Knoblauchzehe gegen Vampire? Alles andere wäre unrealistisch.